Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben. Dreimal hoch, oh. Oh nein. Weißt du, wenn dein Krönchen fällt, musst du es wieder richten. Weiter auf Krone fällt. Aufstehen. Ja, genau. Ja, welche Puppe wünschst du dir? Weißt du, wir gehen in den Laden und du darfst dir eine aussuchen. Ha? Ja, klingt gut. Komm schon, du liebst Manga. Was ist denn los? Warum ziehst du sein Gesicht? Du hast Geburtstag. Ich weiß, ich bin einfach nur noch nicht in Geburtstagsstimmung. Warum denn? Warum muss ich dir wieder alles aus der Nase ziehen? Musst du gar nicht. Es ist einfach nur wegen gestern. Chiara und ich kommen raus. Vor der Haustür steht ihr Fahrrad, was kaputt ist, und dann steckt da noch eine Puppe drin mit einem Messer im Kopf. Ein Messer im Kopf? Ja, richtig. Und ich weiß nicht, was ich als Freundin machen soll oder wie ich ihr helfen kann, wenn sie sagt, es ist alles okay. Wir sind gerade übrigens auf dem Weg zu Chiaras Berufsschule. Sie hat nämlich ihren Schlüssel bei uns vergessen. Oh, sorry. Und den bringen wir gerade vorbei. Weißt du was? Wir können sie auch direkt konfrontieren, wegen der Sache von gestern. Was machen wir jetzt? Das machen wir genau jetzt. Hi. Ich komme gleich, ja. Alles klar. Hi. Hi. Wer ist denn das? Ach so. So einer von der Schule. Ah, so einer. Wie geht's dir? Gut. Gut? Ja, und dir? Gut. Ich hab da was gehört. Du, ja. Was ist die Song? Leute. Wirklich, es ist alles gut. Okay. Aber, also, ich weiß nicht, ob bei mir alles gut wäre, wenn da mein Fahrrad kaputt wäre mit einer brennenden Puppe, die ihr Mund zugekleistert hat. Da war ein Messer im Kopf. Ah, Messer im Kopf. Ja. Weißt du, in Mafia-Filmen ist es üblich, dass ein zugenähter Mund bedeutet, dass du schweigen sollst. Das macht mir wiederum ein bisschen irgendwie Gedanken. Wer möchte dich denn zum Schweigen bringen? Dein Ex-Freund? Leute, alles gut. So, mein Leben ist kein Mafia-Film. Mir geht es gut. Es ist alles okay. Und übrigens, oh mein Gott, ich habe dir gar nicht gratuliert. Alles Gute zum Geburtstag. Danke schön. Jetzt habt ihr mich so aus dem Konzept gebracht, habe ich es fast vergessen. Ja, alles dein Geschenk kriegst du übrigens später. Oh, ich freue mich. Du weißt aber, wenn irgendwas ist, dass du mit uns reden kannst. Ja. Es muss ja kein Mafia-Film sein. Ja, safe. Und wer ist das da drüben, den du die ganze Zeit anstarrst? Schau ihn nicht an. Doch. Du starrst gerade in die Decke, um ihn nicht anzustarren. Wer ist das? Das ist einer von der Schule. Von der Schule? Erzähl, wie heißt der? Valentin. Valentinstag? Oh, vielleicht hast du Valentin. Entschuldigung, das ist ein bisschen laut. Das ist so schlimm, oh mein Gott. Ja, was machst du? Was geht in der Schule? Welche Stunde hast du jetzt? Oh ja, das ist jetzt nice. Ich habe jetzt dekorative Kosmetik. Und wir machen da so bei... Leute, wir machen da so Behandlungen bei uns gegenüber. Also ich krieg weißt du, vielleicht machst du das mit Valentin. Ja, genau. Am besten nimmst du den Account mit. Du nimmst den Account und dann kannst du nämlich uns allen zeigen, wie es läuft. Mit Valentin? Mit Valentin. Und wie die Schule natürlich läuft. Ja. Und wenn ihr das sehen wollt, Leute, dann abonniert und drückt die Glocke. Ja. Okay, also du kannst den Account übernehmen, die Daten schicke ich dir. Und viel Spaß. Wir freuen uns. Valentin. Na, wir gehen jetzt. Viel Spaß. Leute, wir sind jetzt in der Kosmetikschule und ich bin mega aufgeregt und nervös, was wir jetzt machen. Also ich freue mich mega. Und wenn euch diese Themen interessieren, dann könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren und immer auf YouTube vorbeischauen, weil die Lotte lädt da auch immer die Videos hoch, die wir jeden Tag drehen. Und ja, deswegen swipe einfach ab, wenn ihr das sehen wollt. Unser Lehrer ist da. Prends den Jo. Wir bilden Gruppen, Augenbrauen zupfen, erstreichen und schön, die Arme wollen. Hein? Also, Antonia, et Sarah, Lena et Lucie, Chiara und Valentin, das sind die Gruppen, 5 Minuten Zeit. Oh mein Gott, Leute. Ich schaue mir das an. Hein? Hi. Hi. So. Willst du mich heimlich finden? Nein, ich filme immer so ein bisschen mit, deswegen. Okay. Mit meinen Freundinnen. Okay, ich sehe. Wie möchtest du deine Augen haben? Ich kämme dir mal ganz kurz die Augenbrauen. Dankeschön. Und hier auch. Okay.
Und dann fange ich jetzt an, die Augenbrauen dir zu zupfen, okay? Viel Spaß. Okay. Schwierig. Aua. Geht's? Ja. Bist du auch so hart mit deinem Freund? Ich habe keinen Freund. Daher? Ja. Ja, ich habe auch keine Freundin. Was für ein Zufall. Ja. Leute, der ist schon irgendwie süß. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall. Mach jetzt. Scheiße! Oh mein Gott, Leute, das war ja gerade so eine Katastrophe mit Valentin. Er hat danach nichts mehr gesagt. Ich hoffe, dass er nicht sauer ist. Auf jeden Fall muss ich mich gerade mega beeilen, weil ich gehe gerade zum Umtrunk. Weil Lotte hat ja heute Geburtstag. Und falls ihr noch nicht gratuliert habt, müsst ihr das jetzt unbedingt machen. Also macht gerne irgendwas Cooles, Kreatives. Und ich schneide es dann zusammen und zeig's Lotte. Sie wird sich auf jeden Fall freuen. Okay, ich bin jetzt da. Und ich reiß mich jetzt zusammen. Heute ist Lottes Geburtstag und ich freue mich. Heute Sekt und niemals ein Bier. Heute lassen wir es für diese Woche krachen. Wir machen coole Wilde, abhängige Sachen. Es wird richtig schäumen, du wirst morgen davon träumen. Das ist richtig geil, wir geben uns frei. Nur für dich, nur für dich. Yo, Lotte, 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 du bist die beste unserer Super. Lotte, happy birthday! Ich bin so froh, dass du das Geschenk hast. Ich auch. Danke, dass du da bist. Ich danke für dich. Danke. Muss ich gleich öffnen. Ich glaube, diese Einladung, ich weiß, ich wusste das gar nicht. Hi. Komm mal her. Alles gut. Nein. Ich war gerade richtig überrascht, wenn sie ganz ernst rappen. Ich muss mich mal bei ihr bedanken. Gartencenter ist ja nicht so prächtig. Ja, das ist fantastisch, der ist sehr resistent, aber das liegt doch an der Seite. Ein bisschen kalt. Gartencenter. Ach, dann sind Sie der vom Gartencenter, der mir die Säulen liefert. Richtig, genau. Haben Sie die dorischen Säulen habe ich bestellt? Genau, habe ich alles dabei, ist, ist im ersten Stock jetzt. Können Sie die bitte in den Keller stellen? Ja. Weil im Keller, wir müssen im Keller erstmal vorbereitet werden für den... Keller habe ich dir schon gezeigt. Oder ja, das finde ich lange schon. Kann ich nochmal, ja. Aber jetzt erstmal anstoßen, oder? Ey, Jolanda, ich wollte mich nochmal kurz bedanken für den Rap, also für den Geburtstagsrap. Das war echt richtig, richtig cool. Das also vielen echt, Dank. Ja, voll. Vielen Dank. Also, freut mich, dass es dir gefallen hat. Auf alle Fälle. Okay, gut. Wolltest du? Also, dann... Sehen wir uns nachher, vielleicht komme ich dann auch noch in den Keller und schauen wir das mal alles. Ja, gerne, gerne. Bis dann. Ich muss dann weiter, feiern noch schön. Wenn Sie jemanden brauchen, der hier den Bambus pflegt, dann einfach Bescheid geben. Ja, das mache ich. Gebe ich weiter an den Regisseur. Leute, wollen wir jetzt? Oder wollen wir jetzt? Ja! Ich gehe jetzt schon einmal, macht nicht zu lange, ich brauche euch beide nachher noch unbedingt. Wir haben eine wichtige Produktion. Ja. Bis gleich. Wir machen nur noch kurz. Also schon zwei Gläser. Ja? Hey, das ist für dich. Danke. Alles Gute und danke. Wir haben ja die stressige Produktion jetzt da. Ja, was hältst du von dem Waffenstillstand? Warum ist er hier immer in der Mitte? Also, dann können wir uns auf die Arbeit konzentrieren. Das ist mein Geburtstagsgeschenk von dir. Kann man so sagen. Okay, dann. Hey, cheers. Okay, wir stoßen an. Okay, wisst ihr was? Auf euch. Auf Lotte. Lotte, du denkst so. Wer kennt den Text? Niemand, oder? Also Leute, ich glaube, ich würde mich jetzt verabschieden. Okay, wir sehen uns später. Aber pass auf dich auf und trink nicht mehr so viel. Ich habe nur ein Glas getrunken. Denk dran. Ich muss auch mal langsam die Säulen in den Keller schaffen, sonst schaffe ich das heute nicht mehr. Wir sehen uns. Ich kann nicht mehr. See you later, alligator. Tschüss, mach's gut. Hat Spaß gemacht heute.
Ja. Hat mir geschrieben, im Keller sind noch Kostüme. Hat sie geschrieben? Im Keller sind noch Kostüme, die sollst du hochbringen. Ah ja, mhm. Dann, ja. Ich räume dabei einfach ein bisschen auf, oder? Okay, danke, dann hole ich die, Kostüm, danke. Das mache ich. Leute, Karl hat mir zwar gesagt, dass ich ein Kostüm suchen muss, aber es gibt kein Kostüm hier. Lotte, was machst du denn hier? Was machst du hier? Ich will am Telefonieren, warte. Ja, hallo? Ja, ist gerade schlecht. Ich muss hier Säulen räumen. Ja, genau. Und im Keller. Ja. Gut, ich muss jetzt... Ja, Lotte ist gerade da, ja. Bis dahin. Ciao. Darf ich mal ganz kurz auch haben? Ja. Warte kurz. Hallo, oder ich schieße! Ja. Oh, bitte tun Sie mir nichts! Mann, hast du eine große Banane. Oh, ey, mich dreht's echt gut her, muss ich sagen. So, die Säulen sind verräumt. Mann, jetzt hör auf, mich auszulachen. Ich weiß nicht, was los ist. Sei mal nicht so gut. Hey, ich muss eigentlich ein Kostüm suchen. Kannst du mir helfen? Hier gibt's doch keine Kostüme, alles nur Requisiten. Keine Kostüme. Ja, aber ich muss ein Kostüm suchen, weil... Ah, schau dir mal an hier. Oh, kurze Pause machen. Leon! Ja, nur kurz. Leon, du musst mir helfen. Leon! Warte mal. Leon, du musst mir helfen. Ja, wo ist dein Kostüm? Ich weiß es nicht, aber Karl hat mir gesagt, ich brauche ein Kostüm. Ja, siehst du, ein Kostüm ist ja kein Kostüm. Also ist ja egal. Komm, also, fünf Minuten kurz, warte mal. Willst du mich verarschen? Karl will mich verarschen. Deswegen musst du mir im Kostüm helfen. Kannst du mir im Kostüm helfen? Was fährst du richtig jetzt hin, oder was? Leon. Was ist? Ich habe hier nichts drin. Leon. Leon, bitte. Was? Kannst du dich an irgendwas erinnern? Was? Warum du hier bist? Warum wir hier beide sind? Was ist denn los? Warum sind... Kannst du dich an irgendwas erinnern? Nee, du? Nein. Was ist... Warum sind wir nackt? Lotte, hier steckst du! Ich such dich überall und, du vögelst hier rum mit dem Gartencenter, Mann! Das auf unseren Kostümen und absolut zerrissen. Sag immer, was denkst du dir denn dabei? Lotte, das gibt Konsequenzen. Du ziehst dir jetzt sofort etwas an, sie verlassen das Theater und dann kommst du nach oben. Jolanda, ich hab das... Du wirst jetzt nicht darüber sprechen! Was war das denn? Wir sind doch gestern nur runtergekommen, haben... Wie viel Uhr ist es? Lotte, ich hab oben... Noel, bevor du jetzt irgendwas sagst, ich weiß, es sieht scheiße aus, aber es ist nicht das... Deine Freundin fickt jemanden, während du arbeitest. Das stimmt nicht. Es sieht aber so aus, Lotte. Ich weiß, es sieht sehr beschissen aus, aber ich kann mich an nichts erinnern. Ich kann mich an auch nichts erinnern, da war nichts. Nein. Tell me straight up.